Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute, ihr seht schon anderer Hintergrund, ich bin bei meinem Schminktisch und es gibt heute ein Book-Make-up-Video. Ich habe solche Book-Make-ups früher schon mal auf Instagram gemacht, fotoweise nur. Jetzt möchte ich dazu Videos machen. Und das erste Book-Make-up, das ich mache in dieser wahrscheinlich länger werdenden Serie, ist zu Crescent City von Sarah J. Maas. Das ist ein richtig dicker, fetter, über 900 Seiten Schinken. Es ist ein grandioses Buch und ich finde eben auch das Cover wunderschön. Ich werde mich also anhand des Covers orientieren, das Make-up dazu zu machen. Man sieht es auf den ersten Blick, es wird hier sehr viel Rottöne geben, im Dunkel und auch sehr stechenden Rot, wie ihr seht. Ich hoffe, man sieht hier alles ganz gut, es spiegelt ein bisschen, aber ja, dann kommt natürlich hier sehr viel Gold vor mit diesem Sichelmond. Ich werde versuchen, einen Mond in welcher Art und Weise zu integrieren. Hier diese wegbrechenden Sprenkel werde ich versuchen, ins Make-up einzubauen. Auch das weiß ich noch nicht wie. Es wird sehr spontan. Und hier rundherum seht ihr ja auch hellere Töne. Weiß, helles, beige, orange. Auch das wird etwas integriert werden. Und ja, das Ganze soll schon etwas feeartig werden. Ich habe leider keine spitzen Ohren dafür, den endgültigen Look. Die müsst ihr euch dann halt dazu denken bei mir. Aber ja, so nach diesen Kriterien werde ich das Cover dann machen. Ich habe mir zuerst auch gedacht, ob ich diese Ornamente hier nachmache am Hals. Allerdings denke ich, dass das Make-up eher ruinieren würde. Ich werde mich also eher an diesen wegfallenden Sprenkel orientieren, so, weil ich denke, dass das ganz gut zu der Art und Weise, wie ich Make-ups mache, dazu passen kann. Und ich bin gespannt, wie es werden wird. Worum geht es in diesem Buch? Ganz kurz. Es ist ein episches, mega tolles Fantasy Highlight gewesen von mir, von 2020, eins meiner Highlights. Hier geht es um Bryce Quinlan, die in Crescent City, wie der Titel schon sagt, lebt. Das ist eine Stadt, in der wirklich alles zusammenkommt. Alle Fantasy-Wesen, die ihr euch vorstellen könnt, kommen da zusammen. Und ja, dann passieren ziemlich schlimme Dinge und Bryce muss da eine Art Detektivarbeit, also da rutscht sie so hinein, weil ihrer besten Freundin etwas zustößt und bekommt dann von einem sehr, sehr starken gefallenen Engel namens Hunt Hilfe und mit ihm gemeinsam versucht sie diesen ganzen Mordfällen, die hier passieren, auf den Grund zu gehen und es wird immer epischer, immer besser und es endet in einem packenden, grandiosen Finale. Dieses Buch wird von Seite zu Seite besser und spannender. Die ersten 80 bis 100 Seiten waren für mich sehr schwierig, in diese Welt einzusteigen. Aber wenn man mal das Worldbuilding versteht und die Charaktere kennengelernt hat, ist dieses Buch meiner Meinung nach wirklich ein grandioses Meisterwerk. Ich liebe es sehr. Und falls Band 2 dann hoffentlich bald auf Deutsch erscheinen wird, es ist ja noch nicht mal auf Englisch draußen, aber wenn, werde ich wahrscheinlich nochmal den ersten, obwohl er so dick, fett und lang ist, rereaden und dann den zweiten, denn es passiert hier so viel und es ist einfach nur, ja, es ist genau die High-Fantasy, die ich liebe, denn obwohl es ein High-Fantasy-Buch ist, ist es in einer Stadt und sehr modern und man kann sich alles wirklich so bildlich und gut vorstellen und ja, es war einfach total made for me, ich lieb's, ich kann es euch sehr, sehr empfehlen und deswegen habe ich mir auch gedacht, mein erstes Book-Make-up-Video wird zu diesem Buch sein, denn es hat's verdient, dass man es in die Kamera hält und zeigt und darüber spricht und kreativ dazu wird und weil das Cover eben auch so wunderschön ist, ja, mit diesem Buchschnitt und so weiter, habe ich mir gedacht, da fällt mir sicher ein passendes Make-up dazu ein. Wie gesagt, ich bin, das auch noch dazu gesagt, ich bin kein Make-up-Artist, ich mache nichts perfekt. Für mich ist Make-up Form 1 Spaß an der Freude, kreativ sein, sich künstlerisch ausdrücken und Dinge ausprobieren. Bei mir wird also nichts perfekt, 100% gleichmäßig sicher auch nicht, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß habt an diesem Video und ich würde sagen, ich starte einfach mal los. So, meine Gesichtsbase ist drauf. Ich werde jetzt, ich habe überlegt, rote Augenbrauen zu machen. Ich habe aber kein anständiges Rot da, schon gleich das Eyeliner, deswegen kommen jetzt basic schwarze Augenbrauen. Weil ein bisschen schwarz ist auch auf dem Cover drauf. Und ja, deshalb finde ich es jetzt nicht so schlimm.
Ich mache immer meinen Trick mit Brille, setze ich mir Punkte, dass die Augenbrauen zumindest halbwegs gleichmäßig werden. So, der Rest passiert ohne Brille. Und Leute, die das ohne generell ohne Brille machen, und das gleichmäßig wird das bei mir. Und es gleichmäßiger wird als bei mir, Hut ab, ich kann es noch immer nach über 15 Jahren ohne Augenbrauen und Augenbrauen auch mal nicht perfekt. Die Linien male ich dann immer kurz vor mit Eyeliner, sollte irgendwas verpfuscht sein. Und dann ziehe ich das Ganze mit einem flüssigen Eyeliner nach. Der ist stärker, eine kräftigere Farbe und hält vor allem viel länger und besser. Ich hoffe übrigens, ihr seht alles. Ich habe hier nur eine Buchaufbauung, weil ich kein anständiges Stativ habe. Habe aber gedacht, dennoch möchte ich mal so ein Video machen. So, ich würde sagen, die passen so halbwegs. Und jetzt geht's los mit der Farbe. Ich fange immer bei den Augen an, Gesicht und Lippen kommen danach. Ich werde mir jetzt ein paar Rottöne raussuchen, die ich kombinieren werde. Ich habe so eine ältere Essenzpalette schon von Weihnachten von vor 2 Jahren. Auf jeden Fall sind da echt tolle Rottöne drin und ich werde heute großteils mit der Palette arbeiten. Und zwar habe ich hier ein mittleres Rot, das ist wirklich sehr schön. Das hier ist etwas dunkler und ich werde auch diesen extremen Glitzer hier einsetzen. Seht ihr das? Ich hoffe. Der kommt dann wahrscheinlich aufs Augenlid. Es ist zwar nicht komplett roter Glitzer, aber es ist wirklich der extremste Glitzer, den ich hier habe, obwohl es von Essence ist. Deswegen möchte ich den benutzen. Ich habe aber noch, wartet mal, hier so ein Ockerfarben. Vielleicht setze ich das teilweise auch ein. Und hier auch noch ein dunkleres Rot. Und auf der Make It To Brazil Palette habe ich auch ein sehr starkes Rot hier und das sieht wirklich genau wie beim Cover aus. Das ist wirklich schwer. Wenn man das sieht, werde ich dieses Rot auch benutzen. So, ich habe wie gesagt keinen Plan. Ich werde jetzt einfach mal mit der Palette losstarten und mal ausprobieren, wie das so wird. Achso, und außen wird eben dieses hellere, orangelich und weißlich hier sein, um das Ganze auszublenden. Das ist zumindest der Plan. So. Für dieses hellere Orange-Weißliche werde ich jetzt mal hier diese Farbe hier nehmen, Promise von der Royal Affair. Mal schauen, ob das so halbwegs miteinander verblendet. Ich hoffe es halt mal. So, das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Und wieder zurück zur Essence-Palette, die hieß Hohoho, wegen Weihnachten. Und zwar werde ich jetzt noch hier an der Linie, keine Ahnung wie das auf Deutsch heißt, diese Dunkelrot einsetzen. Mit dem kleineren Pinsel. So. Das ist eine richtig schöne Dunkelrot. Und es sind ja auch auf dem Cover Dunkelrottöne drauf. Ich weiß nicht, ich blende euch vielleicht hier irgendwo dauerhaft ein, dass ihr es daneben sehen werdet. Ich habe es hier neben mir liegen, aus Platzmangel, unten am Boden. Aber ich kann immer wieder drauf schauen und die Farben und so weiter kontrollieren. Okay. Ja, das Dunkelrot passt einfach perfekt. Wie gesagt, ich liebe diese Palette, obwohl die wirklich damals typisch Essence
extrem günstig war. Die Rottöne sind wirklich stark pigmentiert, die Farbe hält lang, lässt sich auch wirklich für so eine günstige Palette gut verblenden. Also da gibt es wirklich überhaupt nichts zu beanstanden. Das ist einer meiner liebsten Paletten von Essence tatsächlich. Gut, das ist mal so die Basis für oben rum. Jetzt kommen die Augen wieder. Da mache ich noch so eine. Fällt mir alles runter. Da mache ich noch so eine 18 Stunden halte Eyeshadow Primer drauf, dass das Glitzer, was ich drauf tue, dann hoffentlich stark und gut haften wird. Ich tipps das dann immer noch ein bisschen mit dem Finger ab. Bring das in Form. Ich bin eigentlich nicht so für mit Finger schminken, aber das mache ich mit dem Finger. Den Rest mit Schwamm und Pinsel. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt den Großteil des Augenlids doch mit diesem rötlichen, schimmernden Bronzeton machen von Scorpio. Und dann den Glitzer eher nur innen auftragen. Schauen wir mal, ob das genug so wird und poppt, wie ich will. Ansonsten kommt der Glitzer dann über alles. So. Ja, der glänzt wirklich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das ist einer meiner liebsten Farben von dieser Palette. Weil es wirklich ein sehr schönes Schimmer ist. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Und die Farbe passt auch zu viel, weil es nicht zu stark knallig rot ist, sondern eben so ein Bronze-Rotton. Ich liebe den einfach. Bei so Schimmertönen mache ich immer wirklich mehrere Schichten drauf. Das deckt dann viel besser und schimmert viel stärker, ist mir aufgefallen. Also da lohnt es sich wirklich ein bisschen mehr drauf zu packen. So, in der Mitte kommt jetzt dieses extrem glänzende, diese hier. Und der ist so richtig bam in your face, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, für ein Essenzprodukt kann ich diese Palette nur in den Himmel loben. Nur natürlich, die werde ich nirgends mehr kriegen. Und ich traue jetzt schon, wenn das irgendwann mir ausgehen sollte. Und ich finde auch, das zu Crescent City Make-ups zu machen, echt passt, denn Bryce, die Hauptprotagonistin, sie ist ein Partygirl und sie liebt schöne Kleider und Make-up. Und ja, sie war mir eigentlich gleich sympathisch. Viele hatten ja Probleme mit ihr, aber ich überhaupt nicht. So, ich hoffe, man sieht das gut, wie stark das eigentlich glänzt jetzt. Und ja, es soll ja etwas fey angelehnt sein und da kann man ruhig ein bisschen viel Glanz einsetzen. Und es ist eine Mischung aus Rot- und Goldglanz und das Cover hat ja auch Gold- und Rottöne, deswegen fand ich, das passt perfekt. In die Mitte werde ich jetzt trotzdem noch einen Goldglanz machen. Und zwar mache ich den wieder von der Royal Affair Palette. Da gibt es nämlich einen schönen Goldton Imperial hier. Und der kommt jetzt in die Mitte. Ich weiß die ganzen Wörter auf Deutsch nicht, weil wenn ich mir Make-up-Videos ansehe, sind die immer auf Englisch. Was eigentlich sehr schade ist. Inner Corner. Ja. Also, ja. Hier in die Mitte. So, das ist auch noch so ein Glanztouch sozusagen. Jetzt geht es ums Auge unten drunter. Bevor ich das mache, kommt erstmal weißer Kajal ins untere Augenlid rein. Das macht die Augen größer, heller, schöner. Ich mache das eigentlich fast immer. Ich finde es viel besser als mit Schwarz oder mit anderen Farben. Ich hätte es auch mit Rot machen können, das wäre eigentlich passend. Ich habe aber keinen roten Kajal und auch keinen roten Lip Liner, denn
Ich weiß, Lip Liner sind nicht für die Augen, aber ich habe das schon immer so benutzt, teilweise. Und es hat Gott sei Dank nie geschadet. Ich bin auch nicht so empfindlich bei den Augen. Also ja, nicht nachmachen, wenn ihr empfindlich seid. Ich habe auf jeden Fall keinen anständigen hier, deswegen kommt Weiß rein. So, ich glaube, man sieht den Unterschied schon jetzt, wie stark das die Augen größer und leuchtender macht. Und jetzt werde ich unter dem Auge auch schminken. Das ist etwas, was ich früher sehr lange nicht gemacht habe und was ich aber jedem empfehlen kann. Es macht die Augen auch noch größer und den Look rundherum einfach viel einheitlicher. Deswegen mache ich es jetzt eigentlich immer, fast immer, wenn ich mich schminke, täglich. Also wenn ich mich schminke, weil Corona-Pandemie im Homeoffice, ich schminke mich jetzt oft nicht. Aber wenn ich mich schminke, dann mache ich es eigentlich immer so. Und auch hier werden Rottöne drunter kommen. Aber ich habe mir gedacht, weil am Cover eben dieses hellere Rot und Orange ist, oder dieses Knallrot, kommt da unten jetzt Knallrot hin von der Take Me to Brazil Palette. Dieses richtig starke, kräftige Knallrot. Aber nicht nur, ich mache immer mindestens zwei Farben unten, dass es ausblendet. Das heißt, das Knallrot kommt hier außen und innen mache ich was Helleres. Und ich habe mir überlegt, ob ich jetzt wirklich ein Orange nehmen soll oder einen Braunton. Weil dieses Orange, was ich habe, ist sehr knallig. Und das Orange am Cover ist aber ein eher nicht knalliges. Ich habe aber irgendwie kein anderes. Deswegen werde ich hier das Emperor nehmen. Denn das ist so eine Art Ockerton. Geht also schon ins Orange, ist aber nicht so kräftig. Und wird hoffentlich zum Rest passen. Wartet mal. Ich habe da ein bisschen Glitzer überall. Das ist das einzige Blöde bei solchen Glitzer-Sachen. Die fallen immer überall hin. So, das ist das Ocker innen. Und außen kommt jetzt das Knallrot hin. Das ist wirklich ein sehr knalliger Rotton. Ja, das ist genau der Rotton. Ja, der ist wirklich sehr stark, aber ich mag den sehr. Okay. Ist jetzt die Frage, mache ich zuerst den Eyeliner drauf und dann rundherum diese Sprenkel? Oder mache ich vorher die Sprenkel? Die Sprenkel werde ich machen. Ich habe mir überlegt, soll ich die auch mit Eyeshadow machen? Das ist jetzt die Frage. Ich möchte den Look nicht verhunzen, denn bis jetzt ist es ganz gut geworden. Aber ich will unbedingt diese Sprenkel, die hier wegfliegen, integrieren. Und ich werde das hier nach außen hin so wegmachen. Ich glaube, ich werde es versuchen, es mit dem kleinsten Pinsel, den ich habe, der ist leider auch nicht allzu klein, aber mit Eyeshadow zu machen. Und hoffen wir mal, dass es nicht allzu schlimm wird. In Gold wäre das ja eigentlich ganz cool, oder? Habe ich noch ein stärkeres Gold? Ich habe hier nämlich noch ein Gold auf der Zodiac-Palette. Das hier. Ich werde es mal damit jetzt versuchen und werde mir diese Sprenkel vorher mit dem Primer aufmalen, damit das Ganze dann stärker haftet. Drückt mir die Daumen, dass es jetzt nicht schlimm wird, denn sonst wird alles wieder abgeschmiert. Nein, Spaß. Es wird so, wie es wird. Okay, das sind so eckige Sprenkel, die wegfallen. Das ist jetzt echt doof. Ich hätte nämlich auch noch so einen Bronze-Eyeliner da und ich überlege gerade, ob ich es damit mache. Ob der genug deckt, ist die Frage. Aber ja, ich werde es damit versuchen, denn ich glaube, dass ich damit das viel besser hinbekomme. Das ist auch von Essence, so aus dieser groben Linie. So ein Bronze-Chrom-Eyeliner. Probieren wir es. Okay, das war der dunkle. Ich wollte aber den hellen. Ich habe nämlich da zwei. Oh shit. Wo habe ich den denn? Mein Gott, der müsste doch auch hier sein. Da.
Oh mein Gott. Ja, Unfälle passieren. Mal wie drüber. So, ich hoffe, das sieht halbwegs wie wegfliegende Sprenkel aus, so ähnlich wie am Cover. Und die sind auch teilweise eckig und ja, halt typische Bruchstücke eigentlich. So, die andere Seite. So sieht das circa aus. Ich will es nicht verhunzen, also lasse ich es jetzt so. Gut, dass ich es nicht mit Eyeshadow gemacht habe. Jetzt kommt erstmal der Eyeliner drauf. Dann nehme ich auch ganz normal einen schwarzen. Ich mache meine Wings immer sehr lang und auch dick. Ich möchte aber jetzt nicht zu viel über die Sprenkel malen, weil sonst sind die alle weg. Ich hoffe, dass ich da halbwegs das umgehen kann. Ansonsten muss ich dann nochmal Sprenkel nachmalen. Meine Wings werden übrigens nie komplett symmetrisch und ich bewundere jeden, der das perfekt symmetrisch kann. So, jetzt kommt die Mitte, die ist auch immer Katastrophe. So, kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Okay, jetzt kommt erstmal ein paar Schichten Mascara drauf auf die Wimpern. Okay, das haben wir auch. Moment, natürlich, jetzt wo ich Make-up mache, die Nase. Okay, jetzt kommt eine jede Menge Concealer drauf. Das mache ich immer erst nach dem Augen-Make-up, weil immer ein bisschen was runterbröckelt, egal wie gut man schminkt. Und ja, bei mir kommt das dann einfach drüber. Und ja, ich habe hier einen Gott sei Dank relativ hellen, stark deckenden von Catrice. Ich versuche immer möglichst nah ans Augenuntere zu kommen, ohne die Farbe diffus ja wegzumachen, aber es ineinander zu verblenden, dass der Übergang ein bisschen besser ist. Auf der Nase mache ich auch immer sehr viel Concealer drauf. Zur Not, wenn man hier zu sehr reinschminkt, muss man halt nochmal kurz mit der Farbe ein bisschen nachbessern. Aber ich finde es trotzdem besser, es so rum zu machen, als vorher den Concealer und nachher das Augen-Make-up, weil dann einfach extrem viel runterbröckelt. Zumindest wenn ihr jetzt nicht High-End-Make-up benutzt, sondern wie ich auch gerne günstige, billigere Marken. So, das Ganze soll ja ein bisschen extremer werden und möglichst rot in rot. Ich habe hier einen ziemlich starken, nicht komplett roten, aber so peachfarbenen Blush und werde jetzt nicht nur auf den Wangen Blush geben, sondern auch auf der Nase und rundherum à la E-Girl und hoffe mal, dass es nicht zu shit aussieht, ansonsten kommt es wieder weg. Aber ja, probieren wir mal. Also es wird jetzt wirklich sehr, sehr viel Blush drauf kommen, nichts für Everyday Make-up. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gut seht hier. So, es ist jetzt wirklich extrem viel. Oh mein Gott. Ja, mir ist es fast too much. Aber es kommt ja noch Puder oben drüber. Das machen wir auch gleich. So, jetzt kommt erstmal eine fette Schicht Puder drauf.
Das ist mir echt zu viel Blush. Ich bin das echt nicht gewohnt. Aber ich wollte richtig schöne Rottöne. Okay, ignorieren wir das Experiment. So, was könnte ich da denn noch drauf machen, was zum Cover passt? Auf jeden Fall einen goldenen Mond. Ich habe aber Angst, dass es versaut wird. Ich werde es dennoch probieren. Und die einzige Gold, die ich da habe, ist wie gesagt Eyeshadow. Das heißt, ich werde das jetzt wirklich probieren, mit Concealer aufmachen und mit Eyeshadow nachziehen. Ich hoffe mal, es wird halbwegs rund. Ich hoffe mal, es wird halbwegs präzise werden. Okay, daran kann ich mich zumindest orientieren. Und ich werde jetzt das Gold von der Zodiac-Palette dafür benutzen und hoffen, dass das aufgrund des Concealers halbwegs gut halten wird. Nächste Investition, Make-up-mäßig, sind anständige Brushes, ein anständiges Brush-Set, denn ich habe urviele verloren. Und die, die ich habe, sind wirklich schon abgenutzt und ich habe einfach keinen grünen Pinsel. Nicht dünn genug, Leute. Ich würde sagen, ich lasse ihn so, denn es wird nichts mehr werden. Wobei, ich kann ein bisschen mit Concealer ausbessern. Das probiere ich jetzt noch. Okay, es ist ein bisschen besser. Man sieht natürlich jetzt den Concealer. Es kommt gleich noch Puder drüber, wenn der einzieht. Ja, dann sollte es etwas besser sein. Ich habe mir überlegt, ob ich hier noch Sommersprossen machen soll. Und das werde ich jetzt auch mit dem Metallic Liner machen. Leute, wenn man weiß, was man will und es funktioniert aufgrund der Sachen. Aber ich weiß, ich mache das jetzt mit dem Dunklen. Ich mache das jetzt beinhart mit dem Dunkleren. Ich glaube, der gibt besser die Farbe ab. Ja. Ist, dass man die etwas abtupft, dass sie nicht ganz so glänzend drauf sind, sondern etwas matter. Dann sieht es etwas natürlicher aus. Ich meine, sie sehen auch natürlich nicht natürlich aus, aber ich habe ja natürliche Sommersprossen, aber nur sehr wenige. Und ja. Ich mache auch welche über die Nase. Ich glaube, das sind too much und zu dunkel. Das gefällt mir nicht. Aber ich lasse jetzt mal und mache nochmal Blush drüber. Und jetzt gar nicht, nehme ich es ab. Ich hätte das unter dem Blush machen sollen. Okay.
ist mein Puder jetzt runtergefallen. Nochmal Puder über die ganze Geschichte. Okay, ich bin nicht zufrieden, aber es ist einfach fun und ja, ich lasse es jetzt. Jetzt mal zu den Lippen. Natürlich muss rot her oder Rottöne. Ich möchte aber ein dunkleres machen. Ich nehme die Jeffree Star Kosmetik von der Nude Palette. Hier sind eher Brauntöne drin. Und ich glaube, ich werde die Farbe Dominatrix nehmen. Die habe ich sehr, sehr gerne. Das ist ein dunklerer Braunton mit ganz leichten Rotstich nur. Und ich werde die Lippen aber unten machen, die Mitte dann etwas helleres rein. Aber erstmal die Dominatrix drauf. Also ihr seht, es geht schon mehr ins Braune, aber es hat dann vor allem beim Trocknen etwas Rot drin. Helleres. Und zwar werde ich da... Was nehme ich denn da? Ich glaube Hidden Hills. Ja, das ist so ein helles Braun. Ja, das passt gut. Bei dem Ombre Lips finde ich es auch immer echt schwer, den Übergang zu machen. Da mische ich manchmal, so wie jetzt auch, mal das, hin und her. Bis es dann halbwegs der Übergang nicht so krass ist. Ja, jetzt sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Okidoke. Okay, was brauchen wir noch? Eigentlich würde ich ja schon gern hier noch versuchen. Ich habe hier so eine ganz billige Pocahontas-Palette von Essence mit Contouring und ich werde dieses helle Braun nehmen, wie eigentlich immer nur dieses. Und hier noch versuchen, etwas Contouring zu machen. Ja, es ist extrem mit Blush und Contouring, aber wir wollen hier schließlich ein Fantasy-Cover machen. Ganz, ganz schlecht in Contouring. Ich mache es so gut wie nie, weil ich finde einfach, dass es bei mir immer ausschaut wie Dreck, blöd gesagt jetzt. Ich versuche es hier ein bisschen mit dem Blush zu... Okay. Gut, das war jetzt auch nicht die beste Idee, egal. So, jetzt kommt ein bisschen Spray drüber. Und jetzt natürlich noch Highlighter. Da habe ich diese ganz tolle Cosmo Glow Palette von Mistling, die glänzt auch super geil. Und da habe ich einen bräunlichen Ton drin, Galaxy, den benutze ich eigentlich am häufigsten. Und der passt da richtig gut zu den Rottönen. Verstärkt jetzt hier natürlich nochmal alles. Kommt auch auf die Nase. So. Und ich würde sagen, wir sind fertig. Es kommen keine False Lashes drauf, weil ich Brillenträgerin bin und die sowieso gleich wieder abnehmen müsst. Und die Hälfte des Make-ups kommt dann runter fürs andere Videos drehen, aber die Augen lasse ich drauf. Deshalb, ja, keine False Lashes an dieser Stelle. Ich werde jetzt noch schnell meine Haare machen und dann zeige ich euch den fertigen Look. So, Leute. Das ist jetzt der finale Look, sage ich mal. Ich habe leider keinen Lockenstab da. Ja, ich bin Meister der Improvisation. Ich habe versucht, so ein bisschen Wellen zu machen mit dem Glätteisen, aber das kann ich echt überhaupt nicht. Aber ja, es fehlen halt die spitzen Ohren. Generell finde ich es trotzdem, ist es ganz witzig gewesen, das auszuprobieren. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich konnte euch vielleicht ein bisschen kreativ anregen, mit Make-up zu experimentieren, kreativ zu sein und einfach damit Spaß zu haben und auch oft ohne genauen Plan dran zu gehen, kann echt Spaß machen. Und ja, es war echt witzig und ich werde sicher solche Videos öfter drehen. Ich danke euch wirklich sehr fürs Zusehen und hoffe bis zum nächsten Video. Tschüss!